Das ist die ThinkTank Stuff Aufsteckblitztasche für das ThinkTank Gürtelsystem in schwarz, aber halt eben nicht nur für das Gürtelsystem. Man kann diese Tasche also auch an ganz normalen Hosengürtel anbringen, um sie halt eben dann einfach hier so versetzt am Körper tragen zu können. Diese Tasche verfügt über ein großes Vorderfach mit zwei Reißverschlüssen und wenn wir die jetzt einfach mal öffnen, dann haben wir hier den Zugriff auf die ganzen einzelnen Zubehörtaschen, die wir hier haben, um halt eben noch optionales Zubehör unterbringen zu können. Das sind so viele Taschen, so viel Zubehör, also kein Aufsteckblitz. Das heißt, die könnte man auch wunderbar dafür nutzen, um halt eben auch dann zum Beispiel das Zubehör für die Kamera reinzumachen, mitzunehmen, was man halt eben dann praktisch braucht, wenn man unterwegs ist. Was halt auch den großen Vorteil hat, dass man, wenn man halt eben weiß, dass man halt eben bei schönem Wetter zum Beispiel auch nicht mit dem Rucksack rumlaufen möchte oder halt wirklich nur eine Kamera mit einer Festbrennweite hat, dann könnte man hier zum Beispiel halt eben auch dann für die Kamera einfach dann Filter unterbringen, irgendwelche Akkus oder zum Beispiel auch Speicherkarten. Was sehr schön ist, ist, dass die Taschen also eine durchsichtige bzw. nicht blickdichte Vorderfront haben. Das bedeutet, man kann also direkt, auch wenn man die Tasche aufmacht und etwas Bestimmtes sucht, erstmal gucken, ah, wo ist es denn, und muss jetzt hier nicht in jedes einzelne Fach reingreifen und das Zubehörteil raussuchen, sondern kann halt eben direkt auch sehen, ob das optionale Zubehör, was man halt eben haben möchte, dann auch wirklich dann da ist oder in welchem Fach es halt eben auch ist. Das Hauptfach erreichen wir hier mit dem großen dicken Reißverschluss. Die Tasche ist übrigens sehr gut gepolstert und wie man auch sehen kann, das Fach geht also wirklich auch bis auf den Boden. Da stecke ich jetzt mal einfach hier so einen Canon 550 EX Speedlight rein. Der passt hier also locker rein. Das nur mal halt eben einfach so als kleiner Hinweis für die Menschen, die halt auch genau wissen, um welche Dimensionen es sich da handelt. Im Produkttext sind natürlich die genauen Produktmaße dann auch nochmal aufgeschrieben. Der große Vorteil ist, bei dem geht es jetzt gerade nicht, aber es gibt halt eben andere, modernere Blitzgeräte. Da kann man zum Beispiel halt eben auch das Blitzgerät einfach dann aufladen. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass wir dann in dem Augenblick, wo wir das dann machen, wir tun einfach mal so, als wenn das so ein Blitz wäre. Machen wir also hier rein und verschließen den dann wieder fest, beziehungsweise die Tasche machen wir wieder zu. Und für den Fall haben wir halt eben hier oben so ein durchlässiges Loch. Ich mache es nochmal ganz kurz auf, damit Sie sehen können, hier, da kommt mein Finger wieder raus. Das wäre jetzt also ein imaginäres Aufladekabel für eine externe Stromspeisung. Das heißt, Sie können also die Tasche dann zumachen, das Ganze weglegen und können hier oben das Kabel einfach durchführen und müssen dafür einfach nur oben diese Zubehörtasche dann praktisch so einen kleinen Spalt auflassen, damit das Kabel hier rauskommen kann. Das finde ich sehr clever gelöst, das ist auch sehr schön, zumal halt eben auch der Blitz dann nicht einfach irgendwo frei rumliegen muss. Den kann man also dann tatsächlich hier einfach in der Tasche dann einfach liegen lassen. Wenn wir den Blitz jetzt hier mal wieder rausnehmen, dann sehen wir auch, dass hier auch kein weiteres Fach im Innenbereich dann ist. Es ist also halt eben einfach nur ein großes, gut gepolstertes Aufnahmefach für den Blitz dann auch selbst. Auf der Rückseite haben wir dann hier das Befestigungssystem von ThinkTank für die ThinkTank-Gürtelsysteme. Und das sind zwei Befestigungsmechanismen praktisch in einem. Kurzer Hinweis, ich habe auf der Produktseite, auf der Sie jetzt gerade sind, wo Sie diesen Film gucken, noch einen zweiten Film gemacht, wo man halt eben auch dann anhand eines ThinkTank-Gürtelsystems dann kurz erkennen kann und wo es erklärt wird, wie das Ganze dann funktioniert. Das normale System, also wenn Sie halt eben keinen ThinkTank-Gürtel haben bis jetzt, vielleicht ändert sich das ja noch, funktioniert wie folgt. Sie machen einfach hinten hier mit einem Klettverschluss, haben wir hier diese Halterung, machen Sie einfach ab. Das vergessen wir jetzt einfach mal kurz und sehen einfach, dass Sie hier zum Beispiel jetzt entweder einen Hosengürtel durchziehen können oder halt eben auch die Trageschlaufe von einem Fotorucksack oder halt eben auch von einem Rucksack selber, von einer Fototasche einfach die Schlaufe hier durchziehen. Das Ganze dann wieder so verschließen mit dem Klettverschluss und das war es dann auch. Der Klettverschluss ist sehr fest. Sie sehen auch, der ist im Verhältnis zur Tasche sehr breit und den muss man also wirklich mit Bewusstsein praktisch aufmachen wollen. Also der geht nicht einfach so ohne weiteres von selber auf. Da muss man also schon wirklich wollen, dass man den aufmacht. Was ich sagen möchte, ist, dass es wirklich sicher. Wenn Sie jetzt den ThinkTank-Gürtel haben, dann können Sie mit dieser Kunststoff, mit dieser Zunge, die hier so rauskommt, die können Sie dann einfach da reinstecken. Wie gesagt, das ist auf dem Video noch mal kurz erklärt, was ich hier auf der Seite noch hochgeladen habe, um dann die Tasche auch rutschfrei praktisch dann in einer festen Position am Gürtel halt eben hier einfach so tragen zu können. Wenn Sie das gemacht haben, schieben Sie die Lasche da durch, dann machen Sie oben einfach den Klettverschluss wieder zu, haben also die doppelte Sicherung, wenn man so möchte. Wir haben auf der Vorderseite hier noch so ein kleines Fach, auf der Unterseite, da ist also hier das Regencape drin. Das Regencape ist nicht fest mit der Tasche verbunden, sondern hat eben hier nur gesichert, wie man sieht, mit einem Klettverschluss kann man das einfach aufmachen. Und das hat den Vorteil, wenn Sie halt eben wissen, dass Sie jetzt zum Beispiel halt eben also nicht mit Regen zu rechnen haben und Sie brauchen noch ein kleines Zubehörfach, können Sie das Regencape einfach weglassen und können unten halt eben hier noch was reinmachen. Ansonsten ist es halt auch ganz sehr praktisch, wenn es halt geregnet hat und das Ganze muss trocknen, dann kann man es halt eben, wenn man unterwegs ist, einfach so runterhängen lassen, abtropfen lassen und wenn es dann trocken ist, einfach hier wieder reinmachen. Oder aber man nimmt es halt eben, wie gesagt, komplett raus und hängt es dann zum Trocknen einfach irgendwie über ein Stuhlbein
etc. So, das also hier in der Kurzvorstellung die Think Tank Stope Stuff Aufsteckblitztasche, muss ich ablesen, von Think Tank für das Think Tank Gürtelsystem, aber wie gesagt nicht nur. Schauen Sie sich einfach mal das Video an hier zu dem Think Tank Gürtelsystem. Ist eine ganz durchdachte, gute Sache und vielleicht auch was für Sie.